So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine ganz besondere Folge, denn die Weihnachtszeit ist vorbei eigentlich. Es geht auf die Silvesterzeit zu und ich habe hier was vorbereitet. Wenn ich es mal rumdrehe, hier stehen zwei Softboxen. Einfach nur, damit der Adi hier liegt. Hallo Adi, Schatz. Nein, ich habe das mal ein bisschen ausgeleuchtet, denn ich habe so viele Pakete von euch erhalten. Ihr seht es hier. Ein ganzer Fanpostturm, aber diesmal ist es kein Fanpostturm. Das sind meine Weihnachtsgeschenke von der Community und den Zuschauern und das finde ich richtig brutal. Oder auch hier der Rucksack von der Familie. Guck mal, Pokémon-Rucksack. Das möchte ich heute alles auspacken und ich wusste überhaupt gar nicht, wie ich es mache. Aber ich habe mir das jetzt hier eingerichtet und hoffe, das passt so, wenn ich mich da hinsetze und das auspacke und halb nackig hier, zack. Und dann gucken wir mal, was wer geschickt hat, was da alles drin ist und was jetzt hier schon ewig rumliegt, damit das als super großes XXL-Unboxing-Video hier hochkommt. Jetzt muss ich das aber nochmal irgendwie einfangen, dass man das halt so richtig boom sieht. Das soll nämlich dann das Thumbnail werden. Einfach nur dieses Ganze, was da halt steht. Das muss ich jetzt aber alles runterräumen, damit Platz ist für mich und dann setze ich mich daneben und dann packen wir das mal alles aus. So, ich sitze bereit, ich habe mir eine Schere geschnappt, ich habe das jetzt alles hier neben mich gebastelt. Da hinten ist auch eigentlich das Pikachu, was die ganze Zeit aufpassen sollte. Das habe ich mir aber selber mal gekauft. Da hat der Lennart gesagt, da hat er auch eins. Das ist immer, wenn Pupsi nicht da ist, ist das jetzt hier mein Kuscheltier, genau, was ich jetzt immer lieb habe. Setze ich nochmal dahinter. Weil der hier vorne steht, möchte ich gleich mal zeigen, an Weihnachten von meiner Familie habe ich zum Beispiel diesen Pokémon-Rucksack bekommen. Sieht der nicht genial aus? Hier steht sogar Pokémon drauf. Der ist so bunt. Ich laufe eh schon so durch die Gegend als bunter Hund. Jetzt habe ich auch noch das. Da fällt man natürlich noch mehr auf. Und der ist auch prall gefüllt. Hier ist zum Beispiel ein Grinch-Pullover drin. Jede Familie hat einen Grinch. Ich bin also sozusagen der Grinch für meine Familie, weil ich immer so ein Weihnachtsmuffel bin, weil ich immer gucke wie Grumpy Cat. Und ja, wenn die mir das sagen wollen, dann danke dafür, ihr seid die Besten. Dann habe ich hier gesehen, da gibt es noch Bud Spencer Whisky-Bohnen und Karibik-Rum-Bohnen. Die finde ich auch genial, die werde ich mal bei Ramses Kitchen testen. Die habe ich schon mal gesehen, die wollte ich gar nicht mitnehmen. Wenn man sie aber zu Weihnachten bekommt, dann testet man die natürlich doch. Weil ich bin ja nicht so für süßes Zeug. Eine Flasche Dosmas, auch am Start. Das freut mich. Hier ist noch ein Pullover drin. Das ist jetzt eher unspektakulär. Es ist halt einfach nur ein dicker, flauschiger Pullover mit Kapuze dran und allem. Obstbrand, richtig genial, wer auf die Idee kam, da ich weder Schokolade mag, noch überhaupt, Obstbrand. Ich glaube, die wollen mich betrinken tun. Dann hier Eierlikör, ist auch am Start. Dann ist hier Amazon-Gutscheine, haben wir noch da. Ach, die lasse ich jetzt hier drin. Ein paar Strümpfe, das finde ich besonders genial. Sonst haben sie es immer übertrieben, aber diesmal ein paar Strümpfe. Dann haben wir hier Eierlikör-Zapfen. Ihr seht, der Alkohol wird schon im Kindesalter zugeführt. Dann haben wir einmal hier das Bübchen-Shampoo und Duschgel mit Pikachu drauf. Richtig genial. Buntes Schaumbad mit Pummelluff. Noch ein buntes Schaumbad mit Glurak und ein Schoko-Weihnachts-Lolli. Das schmeißen wir jetzt alles schnell hier runter. Adi, Schatz, das ist aber schön, dass du auf dem Tisch bist. Wie habe ich dich vermisst? Dann haben wir hier ein Paket vom Kevin. Der Kevin, der immer die Wrestling-Videos kommentiert hat bei mir, wenn ich dieses WrestleCrate UK Unboxing gemacht habe, hat der Kevin immer drunter geschrieben, weil er auch großer Wrestling-Fan ist. Ich habe dem dann auch mal was zurecht gemacht, weil er ein paar Sachen fand er so toll, die hätte er auch gerne gehabt. Die habe ich ihm dann geschickt. Da hat er wohl meine Adresse gehabt. Und deswegen hat er mir jetzt ein Paket zurückgeschickt. Hier steht erstmal ein Zettel drauf, ein Brief, Ramses. Und generell, wenn man das hier hochhält, sieht man schon wieder irgendwelche scharfen Chips. Hier haben wir zum Beispiel die Pepper King Habanero Kessel Chips. Oh mein Gott, die habe ich schon mal gehabt. Und die sind wirklich nicht angenehm zu essen. Dann haben wir die Pepper King
Habanero Tortilla Chips. Also wer es scharf mag, der freut sich sicherlich darüber. Ich habe die alle schon hinter mir umgetestet. Also das ist wirklich kein Genuss. Du isst so 2-3 Stück und dann denkst du, ich merke gar nichts mehr. Dann musst du erstmal was anderes essen. Das heißt, ihr werdet lange Freude daran haben. Dann hier ein dickes, fettes Bier. Jankobus, gebraut im Herzen von Köthen. Das sieht gut aus. Ich glaube, das ist was. Das muss ich mal mit Hannes testen. Eine Flasche Bier, wie groß die ist. Dankeschön, Kevin. Die sieht auch richtig genial aus hier mit dieser Kirche und diesem Weizen, was da so daneben steht, wenn das Weizen ist. Und dann ist ja noch ein Brief, den wollen wir auch noch fix aufmachen. Mal schauen, was hier drin steht. Eine schöne Weihnachtskarte vielleicht, ein paar persönliche Worte dazu. Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Guckt euch mal die Karte an. Da, der Weihnachtsmann, hier dieser schöne weiße Baum. Das sieht gut aus, das gefällt mir. Wünscht dir Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr wünscht dir Pyro Koga, dich, dein Muttertier, Pupsi, Shinaya und Hannes. Hashtag auf die Dicken, zack. Siehst du, der Jänner ist auch erwähnt, der Hannes ist erwähnt, das Muttertier ist erwähnt, alles sind erwähnt. Aber die Weihnachtskarte sieht wirklich schön aus. Mit diesem Baum in dieser schönen weißen Schneelandschaft. Dann unten, zack, mit diesem bläulichen Hintergrund. Also, nun damit, zack. Dann haben wir als nächstes hier ein Paket vom Monolog, also vom Dennis. Das wollen wir auch mal aufmachen. Ich hoffe, nur die Akkus halten. Den muss ich wahrscheinlich zwischendurch immer wechseln. So, das Dennis-Monolog-Paket ist auf. Und wir haben hier, was steht da drin? Frohe Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr wünschen dir der Netghost und der Monolog. Ne? Berlin, 17.12. Bei mir ist hier viel, viel später. Aber das ist erstmal egal. Dann haben wir hier, oh, da fällt gleich alles raus. Oh mein Gott, da fällt doch alles raus. Ein Schilkin Made in Berlin Produktübersichtsheft von Berliner Luft. Ich muss erstmal alles unten rausflutschen lassen. Guck, ein Produktheft von Berliner Luft, wo ihr alle Berliner Luft Produkte seht. Hier unten aufgelistet, was es so gibt. Da kenne ich schon ein paar, noch nicht alle. Die hier sieht aus wie die Martina. Das war mal meine Vorgesetzte im Netto. Hier habt ihr noch Rezepte, wie ihr euch einen schönen Drink mischt. Was ist jetzt hier alles rausgeflogen? Hier sind Ballons rausgeflogen, Berliner Luftballons. Dann hier so eine Karte, Berliner Luft. Kannst du dir auf die Nase stecken. Yo, was geht ab? Eine Postkarte zum Verschicken. Dann habt ihr hier so Sticker noch. Sticker einmal, I love games, konsolenkost.de. Hier habt ihr so Berliner Luft-Sticker noch, 2 Stück. Hier habt ihr nochmal Sticker, auch Berliner Luft zum Bekleben. Ich weiß gar nicht, wo ich die hinmachen soll. Sowas hebe ich eigentlich immer auf, weil ich, weiß ich nicht, wenn ich die irgendwo hinklebe, dann war's das. Dann ist es vorbei, ja. Das kann nicht vorbei sein. Jetzt habt ihr hier nochmal Berliner Luft Lakritz. Da kannst du schon gleich vorbestellen dir 0,75er Flasche Karton, 002er Flasche Karton oder ein ganzes Display. Genau, ich nehme das Display hier. Zack, Berliner Luft, sieht schon wieder aus. So, dann habt ihr hier Werbung. Wer werdet ihr dafür bezahlt, dass ihr mir das hierher werft? Das ist auf jeden Fall alles sehr farbenfroh und bunt. Und hier ist halt alles drin. Ganze Produktpalette, was es alles so gibt. Auch Typ Eis, Bonbon und so weiter. Aber wir wollen jetzt hier nicht so extrem Werbung machen für Berliner Luft. Deswegen muss ich das mal hier weiter rausziehen. Irgendeine Ungültigkeitserklärung eines Siegels vom Finanzamt Spandau mit Telefonnummer allen drin drum und dran, Industrie- und Handelskammer zu Berlin. Das legt man mal weg. Ich hoffe, das ist Füllmaterial. Und dann haben wir hier so Tee. Level Up Ice-Tea Galaxy. Ah, es wurde nämlich in einem Stream schon gesagt, Ramses, kannst du mal diesen Level Up Ice-Tea probieren? Und es gibt nirgendwo welchen. Und dann haben die mir in den Läden gesagt, ich soll das im Internet bestellen. Da haben sie aber nur 6er-Packs von einer Sorte für, was weiß ich, 30 €. Aber der Dennis
hat hier kleine Packs vom Level Up Eistee, Level Up Eistee, Galaxy, Level Up Eistee, Lemon, Level Up Eistee, Peach, Level Up Eistee, Shiny, Dragon. Das sind richtig geniale Sorte. Und Level Up Eistee, Nuke, Shiny Dragon klingt auf jeden Fall am interessantesten. Dann habt ihr wieder hier Finanzamt Berlin. Dann schmeißen wir das mal hier. Ich weiß gar nicht wohin. Alles erstmal weg. Was haben wir hier? A Six-Pack of Beer-Flavored Hot Sauces. Total nett hier. Hot Sauces mit Bier-Flavor. Premium Beer-Flavored Hot Sauces. Belgian-Style, Stout, Pilsner. Und auf der anderen Seite IPA, Lager und Porter. Also Hot Sauces, scharfe Soßen, die mit Bier verfeinert wurden oder eine Biernote beinhalten. Das ist auch was Interessantes, was ich wohl dann mal mit dem Hannes auch testen kann. Beide hier das Füllmaterial rausgeschmissen. Eine Flasche Berliner Luft, Lakritz, eine ganze Flasche Berliner Luft, Lakritz und eine Flasche Berliner Luft Peppermint Peach. Also Pfirsich, Pfefferminz, Pfirsich, Berliner Luft. Jetzt muss ich das alles schnell hier reinpacken und wieder runterstellen. Hätte ich gar nicht so viel am Anfang von dem Berliner Luft Dings reden müssen, wenn jetzt hier alles drin ist. Aber das ist cool, dieses Heftchen. Muss ich mir mal angucken, was es noch so gibt. Die Nase ist cool, die Sticker sind cool, Ballons sind am Start, eine persönlich geschriebene Karte. Schnell weg, schnell alles runter. Adi, Schatz, pass auf! Fall nicht hin! Jetzt ist alles wieder rausgefallen. Also, Quatsch. Wo wir gerade bei scharfen Soßen waren, der Timo war doch letztens da, hat mir auch ein Weihnachtsgeschenk mit... Lässt du den Luftballon in Ruhe? Und zwar hat er mir ein Beutelchen mitgebracht mit, passt mal auf, hier ist drin, Mad Dog, die der Zangel immer hat, Mad Dog 357 mit wirklich 357.000 Scoville. Und da hat er eine Flasche drin. Da hat er noch eine andere, das finde ich, nee, der hat nur die eine von der, aber dafür ist hier noch Mad Dog Liquid Fire drin. Zwei Flaschen Mad Dog Liquid Fire, die normale Mad Dog 357.000 in groß. Dann die ganze nochmal in klein. Das war beim Zangel dann immer der Endgegner, den er so angeboten hat. Dann haben wir hier noch die Mad Dog 357 Scorpion Hot Sauce. Die sieht auch auf jeden Fall brutal aus und total silber. Davon haben wir, glaube ich, auch. Ghost. Ne, davon haben wir nur eine, sehe ich gerade. Also eine Scorpion. Und dann haben wir hier die Mad Dog 357 Ghost Pepper Hot Sauce. It's Gary Hot. Und da ist noch so ein gelber Hund. Und davon sind gleich vier Stück drin. Vier Mad Dog Ghost Pepper Hot Sauces. Plus, ist immer noch nicht alles, diese heftig brutale Mad Dog 357 25 Jahre Jubiläum Hot Sauce mit 1 Million Scoville plus der goldenen Kugel natürlich dran. Denn das ist ja hier die Standardvariante, die 357.000 hat. Dann gibt es die Silbervariante, die ich immer habe, die 600.000 hat, aus 6 Millionen Scoville Extrakt. Und das ist dann die Goldedition mit der goldenen Patrone. Meine hat eine silberne Patrone, das ist die goldene Patrone, die dann, ich weiß nicht, aus wie viel Extrakt hergestellt ist, sodass sie trotzdem 1 Million Scoville hat, während meine, wie gesagt, 600.000 hat. Also das sind Soßen, die halten sich, die verbraucht ihr wahrscheinlich in 10 Jahren nicht, weil ihr immer nur einen kleinen... Tropfen nehmen können. Pfropfen und Tropfen. Wir wollen klopfen. Der Adi hat den Ballon entführt, sehe ich gerade. Adi, Schatz, der Ballon. Dann haben wir hier, jetzt muss ich gucken. Und das ist was von Mandy. Mandy ist die Schwester von Sandra. Sandra weiß, glaube ich, was da drin ist. Ich weiß es, glaube ich, nicht. Ich gucke jetzt mal hier rein. Ein Karton mit auch. Hier ist wieder ein Aufkleber drin von Jeans
irgendein Laden im Internet. Happy Holidays steht ja auch nochmal dabei. Hier eine Rechnung natürlich am besten. Oh, da sehe ich was mit Bier und mit Samyang. Da bin ich jetzt mal gespannt. Eine Packung Samyang. Das müsste Stew-Type eigentlich sein, ja. Ein Becher Samyang Stew-Type. Genial, dass die weiß, dass mir das schmeckt. Dann eine Packung Samyang Too Spicy. Die Nudeln, mit denen fast jeder immer irgendwelche Quad-Challenges macht. Dann nochmal die Samyang Too Spicy Soße, falls ihr andere Gerichte habt und euch da die Soße dran machen wollt. Dann hier eingepackt haben wir, was ist das? Ein Kirin Premium Bier, Kirin Ichiban. Also irgendein komisches ausländisches Bier, was wir natürlich aber auch testen müssen. Ich habe drüben noch andere China-Biere, Thai-Biere. Also wenn ich da genügend verschiedene Sorten zusammen habe, könnte man da auch mal ein Tasting machen. Dann haben wir hier Red Horse. Red Horse Bier Extra Strong Brew mit 8%. Das sieht interessant aus. Rotes Pferd, Bier in einer Flasche. Also Bier und Nudeln. Mandy, danke dafür. Das hätte ich nicht erwartet. Aber Pupsi hat ja schon gesagt, es dürfte mir gefallen. Und dann haben wir hier nochmal dieses Super Dry Asahi. Das hat der Hannes, glaube ich, schon mal mir in der Dose mitgebracht gehabt. Und jetzt haben wir es hier auch in der Flasche. Karakuchi steht hier oben noch. Ist das nicht toll? Also Asahi Super Dry Asian Beer und nochmal Asian Beer und noch mehr Asian und nochmal Beer und nochmal The Man Sitting on the Bank und alle, wie sie dastehen. Das packe ich jetzt auch schnell wieder hier rein, denn das Video darf nicht so lange gehen. Ei, Schatz, pass auf, was du machst. Pass auf die Füße auf. Adi und die Füße. Jetzt haben wir hier was Kleines. Da steht, oh, ISC, das ist ein Scorpions. Wie mache ich das auf? ISC, Monsieur. Das ist vom Versand-Dings direkt hierher gekommen. Also kein persönliches, sondern aus irgendwas bestellt. Das kommt nämlich aus Eschbach eigentlich. Von Priotech. Was ist Priotech? In der Zeit, wo ich versuche, das hier aufzumachen, könnt ihr ja mal googeln, was bei Priotech rauskommt. Jetzt haben wir es auf. Und jetzt bin ich mal gespannt. Männerglück Bacon Jam mit Whisky. Crunchy Topping für Barbecue Burger und Co. Boah, da tun sich mir schon die Fußnägel hochkräuseln. Das ist also eine Marmelade. Eine Bacon-Marmelade mit Whisky verfeinert, die du dir also auf deine Burger machen kannst. Auf Burger, auf Sandwiches vielleicht, auf Brot, auf alles andere. Ich glaube, sowas Ähnliches habe ich irgendwie schon mal gesehen. Im Rewe, lasst mich nicht lügen, ich glaube, im Rewe hatten sie auch mal so komische Marmeladen, die halt sehr herzhaft sein sollen. Habe ich mich nicht rangetraut, aber wenn jetzt hier der Vincent Becker, ne, mir das persönlich schickt, Gourmet Feinkost für Genießer, Auszug aus dem Gesamtprogramm, der neue Vincent Becker Katalog. So ein Ding ist auch schweineteuer, glaube ich. Ja, 140 Gramm. Ware geprüft und verpackt. Da bin ich mal gespannt. Da kann ich jetzt jeden Tag früh immer mein Whisky zum Frühstück essen. Mit diesem Glas Whisky Bacon. Oh, das ist bestimmt richtig meh. Aber egal. Dann haben wir hier als nächstes noch eins von iScorpions. Aber diesmal von Bull Handels GmbH. Da bin ich mal gespannt. Ist da auch eine Marmelade drin? Aus dem Bullenhandel. Es sind zwei Gläschen auf jeden Fall. Boah. Schon wieder Bacon Jam. Speckaufstrich. Gekocht von Laura und Lennart. Danke, Lennart, dass du dich auch daran beteiligt hast. Das finde ich sehr schön. Bacon Jam! Also nochmal Bacon Marmelade mit dieser Teufels-Dreizack-Gabel drauf. Alles schmeckt besser mit Bacon. Süßwürzige Bacon Marmelade mit kräftiger Räucherspecknote. Boah. Köstlich als Topping für Hot Dogs, Burger, Grillfleisch, Käsebrot oder einfach pur genießen. Thomas!
wäre das auch was für dich? Mal so allgemein gefragt. Und da ist wahrscheinlich noch eine zweite drin, Bacon Jam, genau. Das heißt, ich habe jetzt zweimal Bacon Jam. Wie soll ich das denn überleben? Speckaufstrich, gekocht von Laura und Lennart. Ich tue mal das andere Glas hier noch mit rein, da ist schon wieder ein Karton frei. Da wird auch, da muss ein Tasting kommen, da muss ein Wirt kommen und muss tasten. Dann haben wir hier ein Amazon-Paket, der arme Sohn, ne? Das wollte doch einfach hier und dann ist es gar nicht. Ah, die lasst es jetzt liegen, habe ich gesagt. Da steht drauf, Ramon Hess. Oh, das ist von mir selber, das finde ich aber gut. Das tun wir jetzt hier raus, dann ist hier ein Zettel dabei. Ein Geschenk von Punktekondo. Dankeschön, Punktekondo. Eine schöne Weihnachtszeit mit Adi und Pupsi. Viel Spaß mit deinem Geschenk. Ich wollte dir schon immer mal eine Kleinigkeit zukommen lassen. Mach weiter so, von Punktekondo. Das ist toll, das ist ein Name, den haben wir hier. Den habe ich auf dem Schirm, aber den habe ich hier drin jetzt gar nicht erwartet. Jetzt ist er da und hat hier diese Scovillas Hot Gourmet, das soll Gourmet heißen, ja. Hot Gourmet King Naga Superior Naga Moritz Hot Sauce bestellt. Heat Level, ich wollte sagen 4 von 5, aber das sind ja jetzt schon mindestens 6 Sterne, also 10 von 100. Eine scharfe Chili-Soße aus der Amazon-Wunschliste, 100% Natural Flavor, perfekt zu dunkles Fleisch, asiatische Küche. Achtung, scharf, scharfe Soße, mindestens haltbar bis Ende 24. Na, da habe ich ja Zeit. Dankeschön, Punktekondo. Ich versuche mir auch immer diese Zettel aufzuheben, dass ich jederzeit dann weiß, wer im Laufe meines Lebens mir je irgendwann mal was geschickt oder geschenkt oder eine Freude gemacht hat. Deswegen versuche ich das alles immer irgendwo rein zu packen. Jetzt. Oh, da Vorsicht, da war eine Hand. Ah, die hast du auch Hände, dann schreib's mal in die Kommentare. Wenn du keine hast, schreib nichts in die Kommentare, weil dann hast du ja keine Hände. Mit was willst du dann schreiben? Hier ein Paket von Genaya. Da ist auch ein Amazon-Zettel drin und hier steht ein Geschenk von Jennifer Brohn. Viel Vergnügen mit deinem Geschenk von Jennifer Brohn. Das ist so eine persönliche Nachricht. So viele liebe Worte habe ich ja noch nie gehört. Das sind zwei Packungen Samyang Bulldog Cheese drin. Ich habe ja letztens war ich ja traurig, weil meine Samyang-Nudeln alle weg waren und verbraucht waren, außer die komplett neuen Sorten, die ich noch gar nicht getestet habe. Das muss ich ja dann, die kann ich ja nicht einfach so essen. Die kann ich so essen oder wieder wilde Experimente machen mit anderen Sachen zusammen. Mit pikanten Ravioli gemischt oder so, habe ich jetzt nämlich auch gesehen. Also Dankeschön. Naja, das sind wieder 10 Mahlzeiten von den Nudeln und die werden auch immer teurer. Ich habe es gesehen früher, 8,50 Euro durchschnittlich, jetzt mittlerweile schon bei 13, 14 Euro durchschnittlich. Also das sind auch alles Summen, die verschlungen werden. Dann ein Päckchen von Zoggermaid. Die wollte nur wissen, ob alles angekommen ist und ob es das ist, was drin ist. Ich habe dann, als ich das mal aufmachen wollte und gemerkt habe, es fühlt sich so an, als wäre es das, habe ich es dann aber noch nicht aufgemacht, noch nicht reingeguckt. Weil Zoggermaid hat ja schon mal mir ein Spiel gekauft. Das ging es, glaube ich, um Arceus. Und dann kamen zwei Karabinerhaken an. Da mussten wir die reklamieren und zurückschicken oder dann haben sie gesagt, nee, müsst ihr doch nicht und ein ewiges Hin und Her auf jeden Fall. Das schön eingepackt hier in einen Sack. Hier ist auch noch eine Karte dran, da steht auch noch drauf, ich hoffe, es sind keine Karabiner. Viel Spaß und ein schönes Fest von Zoggermaid. Dankeschön, Zoggermaid. Das fühlt sich auf jeden Fall nicht wie Karabiner an, außer es sind keine einzelnen Karabiner, sondern gleich eine ganze Packung in einem Karton. Das fühlt sich nämlich sehr kartonmäßig an. Und was ist es? Der weiße Hai. Das hatte ich auch auf meine Wunschliste mal gepackt. Da stand eine Box mit allen 4 Filmen, aber es sind alle 4 Filme einzeln. Der weiße Hai, die Abrechnung. Der weiße Hai im Original. Dann der weiße Hai Teil 2, Teil 4, also alle 4 der weiße Hai Filme. Ich habe noch nicht mal den ersten Teil geguckt und kenne den gar nicht. Bin ich mal gespannt, wer den mit mir guckt, weil Pupsi mag das glaube ich nicht. Die Critters Box liegt ja auch noch da und ja, Genaya wollte ja auch noch mal kommen für die Critters Box. Der Hannes, der guckt wahrscheinlich eh immer alles. Mal gucken, wer das erträgt. Dann haben wir hier eins
von Flexmann. Da gehen wir auch mal rein. Das kommt von Chili Food. Also auch bestellt über eine Seite Chili Food. Direkt geschickt. Ich habe mir da Flexmann draufgeschrieben, nachdem das an den Tag kam, wo er gesagt hat, das muss von ihm sein. Sind wahrscheinlich Soßen. Hier ist noch 10% Rabatt auf die Saatgutbiene, beziehungsweise die Saatgutbiene gibt euch 10% Rabatt. Dann machen wir das hier auf und haben hier wohl zwei Soßen drin. Ich hoffe, da sind keine Saaten irgendwo drin. Bei mir geht auch alles kaputt und stirbt. Also keine Saat, keine Dings, ich kann nichts. Deswegen eine Chili Food, Carolina Reaper, Yellow Sauce, Bio Organic, Ultra Hot, die schärfste der Schafen in Gelb. Neben ihrer Weltrekordschärfe hat die Carolina Reaper einen fruchtigen Geschmack. Eine natürliche Soße mit sonnenverwöhnten Chilis aus biologischem Anbau. Schon pasteurisiert, ideal zu Rind-, Wild- und Tomatensoßen. Guckt euch das mal an, die Farbe von dieser Carolina Reaper Yellow Hot Sauce. Carolina Reaper Yellow Sauce. Bio Organic von Chili Food. Die sieht auf jeden Fall sehr vernünftig aus. Aber man denkt jetzt auch, das ist eine schöne fruchtige Mangosoße und dann haust du dir das rein und dann ist vorbei. Also deswegen immer Vorsicht, immer Vorsicht. Und hier haben wir noch, was ist das, Mann? Ultra Hot Pepper Sauce. Iguana en Fuego. Hier ist ein Feuersalamander drauf, eine Eidechse, irgendwas Perverses. It's super friggy hot. Mit Habanero-Chili, Ananas, Limettensaft, Papaya, Maracuja, Karotte, Salz, Zwiebel, Knoblauch, Zucker. Da steht nichts von Carolina Reaper. Demzufolge ist die vielleicht super hot, aber nicht so scharf wie die und lässt sich vielleicht sogar besser essen. Da müsste vielleicht auch fruchtig sein, wenn ich mir das so angucke. Steht auf jeden Fall alles Englisch drauf. Nur unter erwachsener Aufsicht benutzen, genau. Interessantes Etikett, schön bunt, schön feurig, weiß und edel hier oben am Zapfen. Sieht auch stark aus. Ich glaube, ich brauche nie wieder einkaufen. Ihr habt einfach alles schon erledigt. Dankeschön, Flexmann, dafür. Jetzt noch ein Paket von Jenna. Also der Jennifer, da steht Addition drauf. Das ist ein privates Paket, das ist nicht von Amazon oder so. Das kam also aus dem Herzen. Gleich ist ein Loch drin, genau, so muss es aussehen. Also, mein, jetzt geh doch mal hier, wo ist denn das? Was hat denn die für ein heftiges Klebeband? Da kann nicht mal die Schere was ausrichten. So, Adi ist da vorne, das sieht gut aus. Ihr habt jetzt lauter Sachen von Adi drin, so wie es ausschaut. Leider kleine Beutelchen hier. Genusspastete von Zoo Royal. Verschiedene Sorten. Knusperkissen von Zoo Royal. Nochmal Genusspastete, dann aus Edeka. Knusperkissen Premium. Nochmal Felix Knabbermix. Solange da drüben sitzt, ist alles gut. Knusperkissen. Dann haben wir hier diese Katzengrillis, diese einzelnen Sticks, die sind immer gut. Wenn ich reinkomme und er rennt in den Flur raus und wälzt sich da rum, ich mache mir gar keinen Stress. Ich rufe den dann irgendwann, Adi Schatz und pfeif und dann kommt er reingerannt wie ein Blöder und dann kriegt er ein Leckerli, weil er von selber gekommen ist. Wenn ich den fünfmal rufe und er kommt nicht und ich muss dann rausgehen und muss ihn reintragen, da kriegt er nichts. Deswegen weiß er eigentlich mittlerweile vielleicht, wenn er hört, wenn man ihn ruft, dass es eine Belohnung gibt. Da ist noch so, ich brauche das glaube ich jetzt nicht alles einzeln zeigen, aber es ist so viele Snacks, so viele Sachen hier drin. Und was auch noch hier drin ist, ist dieser eklige, stinkende Fisch. Kommt der doch hier angelaufen. Ich habe schon mal so einen Fisch gehabt mit Batterien. Der riecht auf jeden Fall mega abartig. Ich hoffe, das ist bei dem auch so. Ne, der riecht eigentlich neutral. Also der Fisch riecht normal. Da ist auch ein Kabel dabei, dass man den aufladen kann, weil man den ja, glaube ich, hier unten anmacht. Und dann tut er seine Schwanzflosse bewegen und macht Geräusche. Adi, wo geht's denn hier leiser? Wo geht's denn hier an?
Jetzt kriegt der Adi immer zu die Schwanzflosse ins Gesicht. Guck doch mal, Adi. Ihh, der Fisch ärgert mich. Soll ich es mal da unten hinwerfen? Jetzt ist er tot. Jetzt ist er tot. Adi, der bewegt sich gleich wieder. Pass bloß auf, lass dich nicht veräppeln. Schnüffel mal dran, genau. Also eigentlich müsste er gleich wieder, außer der ist schon leer. Nee, jetzt, habt ihr es gesehen. Oh, jetzt, oh, der Kampf beginnt. Adi und der Fisch. So, jetzt hat der Adi auf jeden Fall auch eine Beschäftigung. Der lebt ja immer noch. Die finde ich auf jeden Fall trotzdem genial, weil ich hatte schon mal so einen Fisch. Und der hat dann immer ein bisschen rumgezappelt und da hat er den immer rumgenommen und rumgezerrt und hochgeworfen, wie ein Wilder, wie ein Berserker. Nur, dass der andere Fisch, den ich hatte, dass der halt so übelst penetrant gerochen hat. Der riecht ja schon geruchsneutral. Ich weiß nicht, was sie da reingemacht haben. Hier ist, glaube ich, noch ein Beutel Katzenminze dabei. Entweder legt man den Minzbeutel noch in den Fisch rein oder so. Ich habe es mir jetzt gar nicht durchgelesen. Das stelle ich mal hier hinter mich, damit ich auch ja den Fisch dann wieder da rein tue. Adi, du beschäftigst dich jetzt da unten. Alles ist gut. Rest ist egal. Wir ziehen mal dieses Paket hier raus. Hier steht Julchen drauf. Denn Julchen wollte mir auch was schicken. Das kam dann über DPD. Da gabst du voll viel Ärger mit DPD. 50 Mal versucht zuzustellen. Jedes Mal war ich zu Hause. Jedes Mal hieß es, es gab Probleme beim Zustellen. Sie probieren es nochmal. Man soll sich melden. Man soll im Kreis sich drehen und alles. Also ich weiß nicht, wieso das immer so kompliziert ist mit DPD. Hier steht jetzt ein Geschenk von Julchen. Es ist, wie du gesagt hast, du gibst uns so viel und bist immer für deine Community da. Du bist ein ganz besonderer Mensch und ich bin froh, dass ich dich durch deinen Kanal kennenlernen darf. Schöne Weihnachten von Julchen. Dankeschön für diese Nachricht und für diesen ausführlichen Zettel, den ich mir natürlich wieder versuche aufzuheben, irgendwo. Jetzt schmeißen wir das hier oben rein, den lumpigen Zettel, der kommt auch hier weg in den Müll. Ich muss das alles dann hier aufräumen, das sieht jetzt aus. Ich weiß einfach auch immer nicht, wohin damit. Das ist so viel aus den ganzen Sachen. Ich habe die alten Sachen noch nicht mal alle getestet und alle ausprobiert, weil ihr einen immer überschüttet mit irgendwas. Hätte ich nie gedacht, dass das so ausartet immer. Und das ist was ganz Besonderes, das hat sie mir auch gesagt, weil ich den so cool fand, von Thoughtfully. Thank you, Thug, Thoughtfully zu euch. Das ist hier dieser Stormtrooper-Truck mit Hot Sauces drin. Der sieht mega genial aus, der hat hier im Prinzip Räder. Die könnt ihr also hinstellen und der fährt hier so vorbei. Guckt euch den an, der hält hier die Chilischote fest. Der sitzt hier vorne drin und fährt mit dem Auto, hält seinen Ellenbogen raus. Und da sind auch verschiedene Hot Sauces drin mit verschiedenen Schärfegraden. Mit den Original Stormtrooper fahren und mit dem Hot Stuff scharfe Sauce Food Truck durch die Galaxie fahren. Es wird keine imperialen Verzögerungen geben, wenn sie ihrem Lieblingsessen etwas von der weißen, scharfen Variante hinzufügen, füttern sie ihre heiße Seite. Das ist ja schon fast Kack-Produktbeschreibungen von Cold Mirror. Da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Soßen drin. Roasted Chipotle, Roasted Jalapeno, Diablo, Kaboom, Habanero, Heatwave, Garlic, Habanero und hier die letzte sehe ich leider nicht. Irgendwas mit Odd und Low hinten dran. Also, das wäre auch natürlich was für so eine Schärfe-Challenge. Sich jemanden nehmen, zusammensetzen und dann mal alle 6 Soßen durchprobieren, wie die so schmecken. Da gibt es auf jeden Fall auch ein extra Video dazu. Und wenn die Flaschen leer sind, kommen die wieder hier rein und werden so hingestellt. Denn das sieht so genial aus. Ich versuche immer diese Schärfe-Chili-Challenge-Dings irgendwas immer aufzuheben. Das muss auf jeden Fall aufgehoben werden. Hier ist ein Paket. Da habe ich jetzt nichts drauf geschrieben, deswegen weiß ich jetzt gerade nicht, von wem das ist. Das ist aber irgendwie von Amazon. Ich hoffe, da ist auch ein Zettel drin oder mehrere. Hier ist, das, hier ist einfach so eine riesenfette Tasche drin und ein Zettel. Nee, 2 Zettel. So, du kommst hier rüber. 2 Zettel. Ein Geschenk von iScorp Jens. Hallo Ramon,
cooles Feuerwehrauto. Das musste ich einfach bestellen. Ich sag vielen Dank für alles dieses Jahr. Wünsche frohe Weihnachten und schon mal ein frohes neues Jahr. Grüße gehen an die ganze Community raus. Von iScorp Jens. Neben dem Stormtrooper gab es ja natürlich auch ein Feuerwehrauto. Hier steht auch nochmal dasselbe. Hallo Ramon, cooles Feuerwehrauto, das muss ich einfach bestellen. Ich sag vielen Dank für dieses Jahr, wünsche frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr. Grüße gehen raus an die ganze Community. In so einem dicken, fetten Sack. Und ich glaube, das klappt viel besser als ich dachte. Wir sind bei 35 Minuten Aufnahme und der Akku ist immer noch über der Hälfte. Da brauche ich wahrscheinlich gar keinen Ersatzakku. Das super geniale Feuerwehrauto, das muss sich einfach, Amazon ist doch wirklich bekloppt. Ein Paket im Paket, den Sack im Sack, das Paket im Paket, die Feuerwehr. Ja gut, aber wie soll es denn sonst machen? Einfach, das ist ja so, liegt das ja im Lager. Wenn man es als Geschenkverpackung, muss halt erst ein Sack drum, bevor das in den Karton kommt. Das ist also schon alles richtig. Jetzt nehmen wir das also auch mal raus, legen das mal hier rüber, haben hier auch wieder eine Karte bestimmt von Modern Gourmet Foods. Ach, das ist gar nicht von Sotfuli, das ist von Modern Gourmet Foods. Machen jetzt hier das Styropor, also dieses warme Gebambelzeugs weg. Und haben jetzt sogar noch ein Feuerwehrauto. Da. Der Landvogt, der ist da. Und hier sind auch 7 Soßen drin. Hier ist zum Beispiel eine Ignite Salsa Verde Hot Sauce. Dann ist eine Blaze, die den ganzen Mund raussprengt. Dann ist ein Smoke Eater, Smoky Bourbon Pepper Sauce. Hier ist eine Wrecking Inferno Habanero. Eine Backdraft Hot Sauce. Eine Bombero Mexican Style. Und ein Firehouse. Die sind so schön detailliert, muss ich mal sagen. Wenn wir kurz gucken, ob man das so kriegt. Wenn man das so kurz mal hinstellt. Guckt euch das mal an. Hier die Ignite. Dann habt ihr hier das mit dem Gesicht, was so wegfliegt. Hier habt ihr eine Feuerwehrmaske mit Gasmaske gemischt. Hier habt ihr 2 scharfe Chilis, die brennend drauf sind. Backdraft in der schwarzen Variante. Bombardero, überall Feuer. Und hier ein Hydrant. Ein Hydrant. Und ein Dalmatiner. Und das Ganze in einem Auto, was du auch dann hinstellen kannst und was dann rumfährt. Adi, wo ist der Fisch? Der Adi hat den Fisch gegessen, glaube ich. Nein, gegessen nicht, aber der Fisch ist weg. Der Fisch. Der Ossi. Grüße an Leon. Der Ossi. Der Fisch ist weg. Der ganze Haufen fällt gleich ein. Adi, ich hoffe, du stehst nicht dahinter. Nicht, dass das noch auf dich drauf fliegt. Jetzt habe ich hier noch ein. Da habe ich erst Angst gehabt, als die Postfrau die Treppe hochkam und dachte, es kann doch nicht sein. Irgendjemand hat einfach nochmal einen Bier-Adventskalender bestellt, obwohl das doch jetzt um ist. Aber das ist nur ein Karton, den man selbst befüllt hat. Wer hat dieses Jahr einen Bier-Adventskalender gehabt? Schreibt es mal in die Kommentare. Das machen wir jetzt auch hier auf. Gucken jetzt mal hier rein. Vielleicht soll ich das ein Stück mal wegschieben und versuchen, diesen Karton hier unten vor mich zu stellen, damit ich besser Platz habe, da reinzugucken, weil es einfach so groß und so brachial ist. So, hier ist auch Ramse. Dicke Weihnachten. Der Karton ist nämlich von der Genaya nochmal. Und was ist jetzt hier drin? Ihr habt hier verschiedene Chips. Chips de Madrid. Salt und Kreddern Herbs von Super Bowl. Die habe ich irgendwo, ich weiß nicht mehr wo, schon mal gesehen. Da waren wir irgendwo unterwegs. Da waren wir aber, ja. Und dann habe ich solche Chips irgendwo gesehen. Und da wollte ich am liebsten alle Tüten mitnehmen. Waren mir aber dann zu teuer. Deswegen habe ich die nicht mitgenommen. Aber die Genaya, die rastet wieder komplett aus. Super Bon, was ist das? Ich glaube, eine Tüte Super Bon haben wir sogar mal probiert. Eine oder zwei müssten wir irgendwo probiert haben. Super Bon Terox Herbst. Also, Sold und Kreddern Herbst von Super Bon. Dann habt ihr hier Sold von Super Bon. Das ist also nur mit Salz. Das andere ist Salz und verkrüppelter Herbst. Genau. Dann haben wir Fireland Foods. Fireland Foods hat die End of Sanity Soße gemacht. Und von denen gibt es ja auch diese Habanero Kessel Chips.
Fireland Foods. Dann habt ihr nochmal Kesselchips Habanero. Sind es dieselben, ja? Habanero Kesselchips Fireland Foods. Adi Schatz, das ist der Schwanz. Eine zweite Tüte davon. Lass die Kamera stehen, bist du verrückt? Dann haben wir hier Neuser Gold Blütenhonig aus den Rheinauen am Reckberg. Sommerblüte mit Akazie. Also Honig für meine Milch, falls ich mal wieder anfange, Milch zu trinken. Dann eine ätherische Duftölkerze mit Geruch drin. Was ist das für eine Sorte? Mit Sandalwood und Jasmine. Also eine Duftkerze. Ah, die riecht mal. Ne? Riecht nicht gut. Kann ich dir hier aus dem Bild ziehen. Eine Duftkerze mit Sandalwood und Jasmin. Dann das. Was ist das? Das ist ein Kirschkernkissen. Ein Kirschkernkissen mit einem Knuddelbärchen drauf. Das muss ich Sandra mal zeigen. Da freut sie sich bestimmt total. Dann haben wir Füllmaterial. Jetzt wird es interessant, weil das können wir jetzt alles davor werfen. Dann haben wir noch mehr hier. Füchschen. Gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Füchschen alt. Eine Flasche Füchschen Bier. Füchschen alt. Dann haben wir hier. Füchschen alt. Nummer 2. Das zweite alte Füchschen. Jetzt sind sie doppelt alt. Dann haben wir eine Flasche. Oh mein Gott, Füchschen alt. Gibt es eigentlich auch Füchschen jung? Ich tue mal alles davor zu der Katze. Die freut sich da immer so, wenn man das macht. Dann hier ein Estrella Damm Barcelona 1876 August Cuenzaman Damm. Also auch ein Bier mit rotes Etikett dran. Das sieht auf jeden Fall auch brutal aus. Eine Flasche, so wie es ausschaut. Stellen wir mal hier hin. Ach, der Karton geht ja noch weiter. Jetzt dachte ich, das ist schon alles dann nach der Flasche und ich kann den Rest reintun. Dann muss ich das wohl doch alles auch noch raustun. Hier, hat nicht geknallt. Jetzt dachte ich, ich kann da schön knallen. Hat nicht funktioniert. Weiter. Hier, was ist das? Wir haben eine Flasche. Veganes Taki Mexicana mit 15%. Taki Mexicana, feurig, scharf. Feurig scharf. Die Rezeptidee zu Taki Mexicana entstammt im karibisch-mexikanischen Raum. Diese faszinierende, pikant gewürzte, feurige Komposition aus rein aromatischen Zutaten in Verbindung mit Wodka entfacht am Gaumen ein würziges Feuerwerk. Gut gekühlt zum Bier oder einfach pur als Shot, als Basis für Mixgetränke zur Verfeinerung von Fleischgerichten, Soßen und Saladen. Ich würde es wahrscheinlich als Shot bevorzugen, dieses mexikanische Taki-Getränk. Hier ist hoffentlich nichts drin. Das ist nur zur Füllung, genau. Hier ist noch mehr Füllung dabei. Noch mehr Füllung. Hier ist ein zweites. Ein zweites Estrella Damm Bier. Drei Füchschen, zwei Estrella. Dann haben wir Rich Modis Kölsch, unsere super Dosen, die uns durch so viele Chill mit Ramses Streams begleitet haben. Rich Modi, ich weiß nicht, wo ich es hinstellen soll. Mein Gott, es ist so viel. Dann haben wir das Reisdorf Kölsch. Auch das hat uns begleitet durch die Chill mit Ramses Livestreams. Das stelle ich jetzt hier rüber. Dann haben wir das Früh. Das Frühkölsch in den Campino-Dosen. Auch das hat uns begleitet durch die Chill mit Ramses Livestreams. Und dann darf eins nicht fehlen, das Gaffelkölsch. Denn auch das hat uns begleitet. Und jetzt ist eigentlich nur noch Papier da drin, deswegen versuche ich das mal irgendwie ein bisschen wieder hier reinzustellen.
denn wir müssen uns noch die Karte angucken und durchlesen, was da steht und warum da überhaupt steht. Und der Rest bleibt hoffentlich so, wie es ist. Nicht, dass es jetzt hier alles zusammengedrückt wird und dann, ja, die arme Kerze, ich sehe es schon, wie die Kerze wieder Unfug macht. So, du hier rein. Oh, wie soll ich den Karton denn... Oh, jappa, der kommt jetzt wieder hier hinter. So habt ihr eigentlich gar nichts von dem Pikachu gesehen, was hier hinten fröhlich rumoxidiert. Aber wir haben jetzt hier auch noch eine Weihnachtskarte, die hier steht. Pass auf. Frohe Weihnachten, Mann ist sehr dick, und ein schönes neues Jahr mit wundervollen Augenblicken. Auch sehr cooles Design, erinnert erstmal an eine Mangerie-Packung. Aber guckt euch mal den dicken Weihnachtsmann an, wie dick der ist. Und dann macht ihr das auf. Ich wünsche dir und deinen Liebsten eine besinnliche Weihnachtszeit. Natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Rutsch nur nicht zu weit. Grüße, Jenna. Adi, hast du das gehört? Aber sehr schöne Karte, auch dass das hier so geprägt ist. Wenn man so innen reinguckt, sieht man das nochmal geprägt, ausgestampft. Ich weiß nicht, wie man dazu sagt. Sieht auf jeden Fall auch sehr edel aus. Also weg in den Müllhaufen. Werde ich natürlich aufheben, kein Problem. Adi, jetzt fress dir doch nicht am Arsch rum, das gehört sich doch nicht im Video. Dann, pass auf, jetzt vor dem weißen Styropor-Paket-Ding habe ich nämlich Respekt. Deswegen komme ich jetzt hier hin. Das müsste ein Paket sein vom Sören. Steht vielleicht bei euch dort am Rand. Sören. Wie der Lennart letztens dem Leon geschrieben hat. Hallo, ich bin der Sören und tu so gerne stören. Und dann hat er das 100 Mal untereinander geschrieben, sodass der Leon schon auch gesagt hat, ich glaube, der hat voll Langeweile. Und warum hat er ausgerechnet Sören? Natürlich, weil sich's reimt. So. Unser Sören tut nicht stören. Unser Sören, der ist... Der chillt sich gerne mal bei am Montag in den Stream rein. Ansonsten Raids für Zuschauer, sieht man den glaube ich so gut wie nie. Da der die meisten Bosse eh doof findet. Und ansonsten, was er gut findet, kommt er eigentlich selber gut klar, habe ich den Eindruck. Deswegen ist er nicht darauf angewiesen, hier mit zu stören. So, was haben wir jetzt hier? Erstmal so ein Papp, wo du eigentlich ein Sixpack reinmachst. Sag mal. Was ist das? Geht das auf? Ich sehe schon gleich, es ist kaputt. So ein Schmarrn. Oh, jetzt ist es doch aufgegangen. Ich habe es also nicht kaputt gemacht. Ich habe es geschafft, es aufzumachen. Dorfbräuhaus Landenhausen im Vogelsberg. Liebevoll von Hand. Dorfbräuhaus dicke Kumpels. Sieht man hier oben. Ist das Etikett auch von den Biers? Dicke Kumpels, da haben zwei Bierbäuche einen Pilz zwischen sich geklemmt. Dann Rotkehlchen, Rotbier, da seht ihr hier den Vogel mit der roten Kehle. Und helles Türmchen, obwohl das ja dunkel ist. Also der Turm ist ja an sich, die Turm... Ist das jetzt lustig oder was? Dass da steht helles Türmchen und dabei ist das Türmchen dunkel. So. Gucken wir mal hier rein. Und wir haben es genau hier. Dicke Kumpels gebraut für echte Kumpels. Also mit die dicken Bierbäuche. Das sieht super aus. Das muss ich original jetzt hier reinstellen. Das ist das zweite davon. Das stellen wir auch da rein. Dann haben wir hier... Hä? Noch einmal dicke Kumpels. Verstehe ich nicht. Ich dachte, da ist 2-2-2-2. Nochmal dicke Kumpels. Das sind wahrscheinlich 6-mal einfach dicke Kumpels. Und das zeigt uns nur, dass es noch andere Sorten gibt. Ansonsten bin ich jetzt... Ja, dicke Kumpels. Nochmal, jetzt passt das natürlich nicht mehr, weil es jetzt im Rotkehlchen steht und in dem anderen. Aber ja, das macht nichts. 6-mal dicke Kumpels jetzt hier vereint in diesem Sixpack. Hier habe ich auch lauter so... Na, weiß ich gar nicht. Dorfbräuhaus Bierdeckel Untersteller, die aber trotzdem sehr klein sind, rausgenommen. Kein Bier für Nazis steht da. Hier steht, das ist ein Haus. Hier steht, das Haus. Gibt es da noch andere Motive? Hier ist, das ist, ich sag mal, ein Hopfen ist es einfach. Noch ein Hopfen, noch mehr Hopfen. Hier habt ihr ein abgespacedes Auto. Was richtig spacig ist. Zack. Dann haben wir noch die Kirsche. Wir haben das Auto. Wir haben noch mehr Autos.
Kannst du, oh hier, ein Lusttropfen ist auch dabei. So, dann haben wir hier, das ist Hopfen. Da ist das andere, die Gerste, genau. Im Endeffekt war es trotzdem falsch, aber ist ja auch eigentlich egal. Da könnte ich ja auf jeden Fall gucken und sammeln und tun. Ich schaue mal trotzdem, ob ich kurz noch was finde. So, jetzt habe ich alle Dinger durchgeguckt und alles rausgepackt und ich habe noch ein neues gefunden. Und zwar steht da, trink global, drink local. Ja, und da ist hier extra so ein Bier eingezeichnet auf der Karte und zeigt genau, da musst du trinken, da ist das Hofbräuhaus. Adi Schatz, was machst du? Guckt euch mal an. So viele von diesen Pappdingern habe ich jetzt hier liegen, die ich jetzt alle wieder hier in den Karton reintun kann. Was man im Prinzip jetzt damit macht, weiß ich nicht. Das kann der Sören mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Jetzt ist auch noch eins weg, aber wir sind immer noch nicht fertig. Deswegen baue ich euch wieder hin, stelle das wieder hier drauf, tu den Karton wieder raus. Schieb das mal hier hin, da. Habe jetzt dieses komische. Und da musst du aufpassen jetzt. Das wollte ich eigentlich mal testen mit Hannes. Ich weiß nicht, ob das noch gut ist, wenn Hannes dann kommt. Also wollte ich es vielleicht mit der Mama testen. Hier steht extra, das kommt aus Thailand und ist frisch importiert. Thailand, Product of Thailand, Banpong. Hier steht Asia Inc. Bogo Nummer 1. Durian Peeled Thailand, 2 Kilo. Was ist ein Durian? Jetzt müssen wir das auch irgendwie aufmachen. Ich hoffe, das ist kein Fehler, das jetzt aufzumachen, weil es ist echt extra luftdicht verschlossen, dass da wirklich gar nichts reinkommt. Kein irgendwas. Im Endeffekt war ein Hamster drin und jetzt haben wir den die ganze Zeit nicht gefüttert. Ein Durian. Durian peeled. Hoi. Ich mache auf und es riecht schon wieder nach Suströming, also es ist auf jeden Fall mega eklig. Ich glaube, wir machen es lieber wieder zu. Das sollte nämlich eigentlich... Es sollte eigentlich für eine Challenge mal sein, dass man sich sagt, oh, guck mal, lecker, hier, Durian King of Fruit, Fresh Vegetables. Durian gepeelt ist nämlich eigentlich die Kurzfrucht und das ist Kurzfrucht hier in einer Schüssel drin und das riecht auf jeden Fall sehr abartig. Hier sind wahrscheinlich Kühlpads drin oder drin gewesen, die hier unten drin liegen, damit das auch schön kühl ist. Das riecht auf jeden Fall mega stark, extra strong. Das wollte man ja unbedingt mal, wer mal Dschungelcamp geguckt hat, weiß, dass sie da immer Kotzfrucht essen mussten. Und die meisten das halt so extrem abartig fanden, das ging einfach gar nicht. Kotzfrucht, ich schieb's auch mal jetzt mal hier weg. Das ist auch von Genaya. Und mal gucken, wenn die vorm Hannes kommt, kann sie ja ihre eigene Frucht auch probieren. Solange lasse ich sie jetzt hier stehen auf der Heizung. Ich weiß nicht was, ich muss mal gucken. Vielleicht kann ich mir mit der Mama ja eine teilen. Einfach nur zum Probieren, weil es sind ja zwei. Und beim Rest muss man dann mal gucken, ne? Und jetzt habe ich noch ein was, letztes. Das haben wir schon mal aufgemacht in einem Unboxing-Video. Das Paket von The Beer Shanga. Und haben dann gesagt, das ist ja ein Adventskalender. Was genau in dem Adventskalender alles drin ist, wollten wir uns auch noch angucken. Jetzt stand alles zusammen rum. Deswegen werde ich das jetzt heute dann insgesamt einfach aufmachen als Adventskalender, dass wir sehen, was ihr persönlicher Adventskalender eigentlich alles beinhaltet hat. Dafür muss ich aber nochmal kurz schauen. Das waren ja hier, genau, das haben wir ja schon ausgecheckt hier in die Wursttütchen. Da waren ja Tuborg Pilsner drin. Ein Tuborg, zwei Tuborg. Hier waren zwei Guinness-Biere drin. Hier war, das war ja glaube ich keine Tüte. Ach doch, das ist die 24. Genau, also muss ich das da hinstellen. Das kommt alles hier rüber. Das war auch extra. Wie gesagt, das hat sein eigenes Video gehabt. Und jetzt muss ich nur noch mal schauen, wie das jetzt alles zum Kalender zählt.
Ich glaube, das hier ist, hat gar keine Nummer. Also das ist eigentlich an sich gar kein Tütchen, glaube ich. Das ist alles sehr verworren. Das ist einfach so ein Original-Faxe-Maßkrug. Den habe ich noch gar nicht gesehen, den habe ich noch gar nicht ausgepackt, weil ich dachte, der gehört zum Adventskalendertürchen, aber der scheint wie die Biere einfach so mit dabei zu sein. Ein Faxe-Maßkrug und das ist richtig genial. In die letzten Tastings, wo wir nämlich mal mit Jenaya zusammen ein Maßgetränk getestet haben, Hannes, Jenaya, dann hatten wir halt unsere gesponserten iScorpions-Gläser. Jenaya hatte leider nichts. Da haben wir dann so einen komischen Tonkrug gegeben. Das sah richtig komisch aus. Hat gar nicht dazu gepasst. Wir haben noch einen Glaskrug gebraucht. Jetzt haben wir einen dritten Maßkrug, falls mal wieder zu dritt Maßgetränke getestet werden. Und gleichzeitig, Jenaya liebt übelst Faxe. Hier steht auch Faxe drauf. Das wäre perfekt für sie gewesen. Jetzt ist es im Prinzip also der Gästekrug. Wenn Gäste da sind und auch mal ein Maß-Tasting mitmachen wollen, wenn wir immer so lustige Kreationen basteln, ist dieser Faxe-Krug jetzt das Maß der Dinge. Das ist Türchen Nummer 24. Das muss ich da stehen lassen und das muss ich jetzt nochmal hier so rüberziehen und vorsichtig hier reingucken, denn da stehen jetzt Nummern drauf. Das ist der Adventskalender. Das ist Türchen Nummer 19. Das ist Türchen Nummer 5. Die lege ich mir hier rüber und versuche beim Rest jetzt schlau zu werden. Das ist Türchen Nummer 3. Das ist Pappe. Und ansonsten sind hier natürlich viele Teebeutel auch drin. Wie ist das jetzt geordnet? Hier ist die 21, hier ist die 3, 22, 3. Das muss man, glaube ich, von hier drüben irgendwo anfangen. Moment. Oh, Ramses, alles durcheinander. Ja, wir müssen es ja nicht der Reihenfolge nach machen. Wir zeigen euch einfach hier Türchen Nummer 14. Apfel, Dattel, Feige, 3 Tütchen Tee. Hier die Nummer 7, Orange, Zimt, Tee. Wichtig, immer 3 Tüten, also 3 Beutel. Weil ich ja in meinen großen Dings immer 3 Beutel Tee mache. Apfel, Dattel, Feige wäre auch die 1. Dann haben wir hier die 4. Kirsche, Marzipan. Dann haben wir hier die 2 Bärenstärke. Also 1 und 2 haben wir alles. Da wäre dazwischen das Türchen Nummer 3 gekommen. Also machen wir jetzt mal fix die Tür Nummer 3 auf. Türchen Nummer 3 sind Schokokekse. Habe ich das schon mal gesehen bei Pupsi in so einem Paket? So eine. Ihr habt auf jeden Fall hier so eine Packung, da ist Pikachu drauf. Das hier sieht aus wie ein Pokéball, kann man öffnen. Das scheinen halt so Schokokekse zu sein. Ich glaube, Pupsi hat sowas auch schon mal in ihrer Snackbox gehabt. Dann sind wahrscheinlich da auch noch Sticker drin, die man auch sammeln kann. Hier sind legendäre. Das ist auf jeden Fall mega cool, denn das habe ich noch nicht probiert. Ich glaube, sie hat das auch mitgenommen. Maria hat das vielleicht gegessen, vielleicht liegt das auch noch rum. Aber Kekse sind ja immer gut. Und Pokémon-Bezug ist da. Das, Türchen Nummer 3. Ich zeige trotzdem jetzt, weil es halt schon hier so rumsteht. Türchen Nummer 20 sind dann hier eingelegte Peperonis, Jalapenos. Ihr seht ja hier so Scheiben, also scharfes Gemüse eingelegt. Hier drüben haben wir Türchen Nummer 21, Winterapfeltee. Wir haben Türchen Nummer 22, grüner Tee, Zitrone. Wir haben Türchen Nummer 23, 8 Kräutertee. Jetzt für zwischendurch haben wir hier Türchen Nummer 15. Das sieht aus wie dieser Fireshot-Dings aus dem Lidl-Likör. Und ist es? Es ist, genau, nicht Fireshot, Fireball. Dieser Fireball-Zimtlikör mit Whisky verfeinert. Haben wir auch mal getestet, bin ich von Kesso drauf zugestoßen. Habe jetzt wieder mein persönliches Fläschchen hier. Für schlechte Tage mal kurzen und dann brennt ja eh der ganze Hobel weg. Richtig cooles Design, Plastikflaschen. Dankeschön, gefällt mir sehr gut, hat auch gut geschmeckt. Ist auch Erinnerung mit dran. Dann haben wir hier Türchen Nummer 16, nochmal Bärenstärke. Türchen Nummer 18, Orange Zimt. Türchen Nummer 17, Kirsche Marzipan. Hier ist Pappe.
Das kommt raus. Türchen Nummer 8 ist auch eingelegt, sieht aus. Hier ist so Zwiebelchen drin und auch wieder so wie kleine Chilis und halt dann Jalapenos. Also auch eingelegt, irgendwas Scharfes. Türchen Nummer 9, Winterapfel. Türchen Nummer 11, grüner Tee, Zitrone. Türchen Nummer 12, 8 Kräuter. Türchen Nummer 13, Pflaume Vanille. Hä? Das habe ich aber bisher nur einmal gesehen. Dann Türchen Nummer 10 scheint auch ein Fireball zu sein. Dieser Zimtlikör mit Whisky. Das tue ich mal hier rüber und habe jetzt natürlich hier noch was. Türchen Nummer 5, das ist eine schwerere Packung. Scheint auch wieder eine Dose zu sein. Was zu trinken. Machen wir hier mal auf. So. Einmal Hagabschor Kellerbier in der 5. Der Himmel der Bayern. Kennt der Hannes das, ja? Hagabschor. Ich glaube, als wir mit Isbo beim Hannes waren, haben wir auch überall Hagabschor gesehen. Hagabschor hier, Hagabschor da. Dann haben wir Türchen Nummer 19. Wir haben zwei Türchen also noch. Die 19 und die 24. Türchen Nummer 19 wird noch geöffnet. So. Hier haben wir... Mann, hier sieht's aus. Warsteiner, das einzig wahre Winterbier. Das haben wir meinem Cousin an Weihnachten geschenkt als Sixpack. So kleine Flaschen im Sixpack. Ich wusste gar nicht, dass es davon Dosen gibt. Ich habe die Dosen noch nie gesehen. Aber die Dose sieht viel besser aus als die Flasche. Denn bei der Flasche hast du die braune Flasche. Nur so ein Stück Etikett. Hier ist die komplette Dose winterlich in diesem Design. Sieht also viel fresher aus. Das wäre was für die Wintermeile, die Weihnachtsmeile, die goldene Meile in der Winteredition. Wie auch immer. Und jetzt hier die Nummer 24, das Beste zum Schluss, die 24. Warum habe ich das jetzt aufgerissen? Das hätte ich einfach zulassen können. Samyang, und ich kann es nicht lesen, aber da steht was übersetzt da. Oriental Style Udon in Kaprapoki. 2 Minuten 30 in der Mikrowelle wahrscheinlich bei 1000 Watt irgendwas erwärmen. Da steht halt alles auf Japanisch drauf oder was das auch immer ist. Sieht sehr bunt aus, dieser Cup. Und es ist von Samyang. Ein blauer Samyang-Nudel-Cup mit, weiß ich nicht, einfach Spaghetti Bolognese. Guck dir das an. Spaghetti. Spaghetti Bolognese. Also sieht aus wie kleine Nüdelchen mit Käsefetzen drauf. Sieht so normal aus, gar nicht so gefährlich, wie man das von Samyang kennt, so für Kinder, so einladen. Das ist auf jeden Fall stark, ich hoffe, ich habe nichts vergessen, aber es müsste eigentlich alles ausgepackt sein. Eine Stunde lang Pakete, Unboxing, XXL, ultimatives Weihnachts-Special. Ich kann euch auch nochmal zeigen, wie es jetzt hier aussieht. Das hinterlasse ich jetzt hier so, da liegt Papier, da sind die Restsachen, das Pikachu, hier habe ich das jetzt hingeworfen, da sind Sachen, hier habe ich alles neben mich gebastelt, Adi liegt hier vorne jetzt und chillt heftig, Adi der Chiller, guck mal, Adi der Schatz, ja, so, hier ist der Rest, so sieht es also aus, wenn man Weihnachtspakete ausgepackt hat, bam, ich möchte nochmal Danke sagen an alle, die an mich gedacht haben, an alle, die mir zu Weihnachten eine Freude machen wollten, alle, die was geschickt haben, auch die, die nichts geschickt haben, aber regelmäßig spenden, regelmäßig kommentieren, regelmäßig in die Streams reingucken. Es muss ja nicht immer alles Geld kosten. Danke an alle Mitglieder, danke an alle Nichtmitglieder. Mir ist es schon trotzdem wert, wenn ich meine Zeit dafür nutze, Sachen zu machen, die mir gefallen, dass Leute sich Zeit nehmen, sich das auch anzugucken und ich dann auch merke, dass die das angeguckt haben. Deswegen... Also ich freue mich immer über jeden Kommentar, denn dann weiß ich, derjenige hat das geguckt. Wenn die Leute immer nur gucken, weiß ich ja nicht, wer es geguckt hat und wer nicht. Da denke ich immer, ach schade, das hätte der mal sehen müssen. Ich erwähne auch oft Leute in irgendwelchen Videos oder mache Anspielungen auf irgendwas anderes. Und dann denke ich immer, wenn der das sieht, da wird er sich bestimmt freuen. Meistens sehen es die Leute aber gar nicht, weil es halt einfach zu viel ist. Vielleicht wird es auch weniger werden in Zukunft, je nachdem. Aber... Ich
Guck über, dass das passt. Auf jeden Fall war es das von meiner Seite aus. Dankeschön an jeden. Danke. Ich hoffe, ihr hattet eine frohe Weihnacht, schönes Fest, angenehme Tage. Es geht also auf den Jahreswechsel zu. Das werde ich vielleicht am Freitag als Premiere reinhauen. Da bin ich nämlich auch wieder nicht da. Dann könnt ihr das gucken gemütlich. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.